Genau, ein bisschen mehr hands-on wahrscheinlich wie die anderen Vorträge, die ich gesehen habe zumindest, also mit schmutzigen Live-Coding und so. Ich hoffe, das packen noch alle um die Uhrzeit. Genau, es geht prinzipiell darum, wie man ja in der agilen Entwicklung oder kontinuierlichen Entwicklung, wie man ja, gemeinsame Strukturen und saubere Abhängigkeiten irgendwie sicherstellen kann. Ja, und um die Library an sich natürlich, wie die einem halt automatisierte Testmöglichkeiten bietet. Der erste Teil wird halt jetzt ein bisschen so die Problematik und Motivation erläutern und im zweiten Teil, also den größeren Teil, werde ich einfach ein bisschen rumhacken und zeigen, wie man das einführen kann. Und genau. Genau, also warum wollen wir das überhaupt tun oder warum würden wir uns kümmern? Ich habe mal diesen schönen Geek & Poke mitgebracht, den ich aus eigener Erfahrung in Teilen schon nicht so weit an der Realität vorbei. Ja, jedes Jahr muss man sich irgendwie einen neuen Abstraction Layer oben draufsetzen, weil irgendwie war das doch nicht so gut, was man letztes Jahr gemacht hat, und langsam erodiert irgendwie alles. Grundsätzlich gibt es halt einige Aspekte, die von Softwarearchitektur beeinflusst werden, aus meiner Sicht zumindest, die sich halt alle direkt auf Budget eigentlich niederschlagen, und man muss ja auch überlegen, naja, es ist, im Endeffekt ist es ja immer eine Abwägung. Also ich meine, ich muss irgendwie was investieren, was vielleicht nicht sofort Benefit bringt, um meine Strukturen sauber zu halten oder mich um die innere Qualität zu kümmern. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch Kosten, wenn ich das nicht tue. Die Bereiche, die mir spontan einfallen, sind halt so die Erweiterbarkeit und Wartbarkeit. Also wie schnell kann ich denn neue Features meiner Software hinzufügen? Und wie schnell kann ich Bugs und Defects fixen, wenn irgendwelche gemeldet werden? Wie lange brauche ich dafür? Damit auch, wie viel Budget kostet das, ja? Wiederverwendbarkeit, wenn ich jetzt irgendwie ein neues Produkt konzipieren will oder so, kann ich denn bestehende Komponenten, sind die so sauber encapsulated, haben die schöne Interfaces, sind die Abhängigkeiten gut, sodass ich einfach bestehende Komponenten nehmen kann und einsetzen kann in meinen neuen Produkte, oder sind die irgendwie so verwoben mit den bestehenden, dass ich die eigentlich erstmal so massiv refactoren muss, dass es fast schon keinen Wert mehr bringt. Ja? Und Onboarding, wie lange braucht jemand, der neu kommt, um sich da drin zurechtzufinden in der Struktur? Genau, also zum ersten Punkt vielleicht, denke ich, kennen viele diese typischen Grafiken, was halt passiert, wenn man, ja, es ist im Endeffekt diese Abwägung, ja, wenn man überhaupt nicht in die Qualität investiert, dann ist man halt am Anfang vielleicht relativ schnell, kann Features liefern, hat irgendwie das mit den Defects und so noch unter Kontrolle. Aber im Laufe der Zeit, also mit jeder Iteration, vielleicht bei Sprints oder so, wenn man halt nie sich Zeit nimmt, um die Schulden, die man gemacht hat, vielleicht oder unter Zeitdruck Sachen reingehauen hat, wenn man sich nie die Zeit nimmt, das zu beseitigen, wird man halt insgesamt langsam, halt immer langsamer, weil es halt einfach immer schwieriger wird, Sachen einzubauen, weil man vielleicht die Abhängigkeit noch nicht mehr versteht und es immer dadurch halt auch dann leichter Bugs einbaut. Und wenn man Bugs fixt, dann baut man vielleicht zwei neue ein, weil man nicht verstanden hat, wie verwirrt das alles zusammenhängt. Das heißt, eigentlich entwickelt sich das halt in eine völlig falsche Richtung, dass die Kosten immer weiter steigen dafür, dass man eigentlich weniger Features kriegt, weil das Budget einfach an andere Stelle hinten abfließt. Ja. Und ein großes Problem sind halt typischerweise Abhängigkeiten. Das ist das gute alte Findbugs, auf dem immer gern rumgehackt wird. Das habe ich, glaube ich, vor ein, zwei Jahren, habe ich das mal visualisiert, wie das so aussah auf Top-Level-Ebene. Und ja, ich würde eigentlich behaupten, dass das liegt jetzt nicht daran, dass die Entwickler da irgendwie halt schlecht waren oder so, weil ich denke einfach nicht, dass Leute zu einer Bytecode- und Bug-Analyse-Library contributen und eigentlich keine Ahnung von nichts haben. Das ist vermutlich einfach eher, was halt passiert, wenn viele Leute mit, naja, vielleicht unzureichender Kommunikation oder unzureichender gleicher Idee halt irgendwie auf eine Codebasis losfeuern, und hinterher hat man halt Sachen, irgendwie solche Sachen, die man nicht will, wie zum Beispiel diesen komischen Zyklus hier, wenn GUI von Workflow, von Launch GUI, wieder von GUI, also GUI 2 und GUI und keine Ahnung, und dann gibt es die, von denen irgendwie alle abhängen und keine Ahnung. Und man kann sich ja ungefähr vorstellen, wie viel Spaß es dann macht, zum Beispiel hier ein beliebtes Util umzuschreiben oder so, oder hier in wahrscheinlich Bytecode Analysis was zu ändern, wenn man halt einfach sieht, es gibt halt 1000 Leute, die man dann beeinflusst.
Und bei Zyklen hat man natürlich immer das Problem, dass man halt, egal wo man sich, wo man was anpassen muss, man beeinflusst halt immer eine ganze Latte von anderen Dingen und man kann gar nicht mehr, man kann den Scope eigentlich nicht richtig überschauen, was man beeinflusst dabei. Ja. Genau. Zur Wiederverwendbarkeit, das ist halt, ja, also im Endeffekt, wenn halt, wenn diese Komponenten sauber getrennt sind, saubere Interfaces haben, dann kann ich vielleicht technische Infrastrukturkomponenten wie Suche oder XML-Verarbeitung oder sowas, kann ich halt einfach aus dem einen Produkt nehmen, ins andere einbetten. Wenn ich Pech habe, dann habe ich irgendwo ganz tief verdrahtet jede Menge böse Abhängigkeiten, die dann eigentlich diese spezifischen Komponenten hier wiederum verwenden. Und dann ist es halt, ja, alles andere als trivial, das Zeug wiederzuverwenden. Das verursacht natürlich dann auch Kosten. Ne? Wenn man's halt, im Gegensatz dazu, wenn man es halt gleich strukturiert gut gehalten hätte. Genau, und das Letzte ist Onboarding. Weiß nicht, das ist halt, man kommt ins Projekt, man liest sich irgendwie Doku durch oder jemand erklärt einem, wie das eigentlich sein sollte, wie das gemeint ist. Ja? Dann setzt man sich vor den Code und denkt sich, okay, wo ist die Struktur jetzt eigentlich, die mir da angepriesen wurde? Ja? Und naja, das ist im Endeffekt da auch eine Frage, ist auch eine Kostenfrage. Also ich meine, wenn es schön strukturiert ist, wenn man irgendwie, wenn es dem menschlichen Gehirn entgegenkommt, weil es sinnvoll gruppiert, in Muster eingeteilt ist, hierarchisch ist, dann verstehe ich das schneller, kann halt schneller mit einer gewissen Sicherheit Änderungen machen. Test. Okay. Genau. Und das ist natürlich auch schlecht. Wenn halt, also ich meine, wenn jemand nach einer Woche sich schon traut, selbst eine Task zu machen, ist halt wesentlich besser, als wenn er erst nach einem Monat irgendwie was tun kann, weil er immer Angst hat, wer weiß, wie viele unvorhersehbare Sachen er mit beeinflusst. Ja. Genau. Was, also aus meiner Erfahrung, was einem so im täglichen Leben begegnen kann, ist zum einen Probleme mit Dokumentation, dass sie, naja, wie aktuell ist die Dokumentation, wer traut sich eigentlich Dokumentation überhaupt, also wer darf die anpassen, wie schaffe ich es, dass die nicht veraltet, dass ich nicht irgendwelche Sachen lese und dann eigentlich, mich vielleicht sogar versucht dran zu halten und hinterher schaut sich jemand an, was ich gemacht habe und mir sagt, ja, aber das machen wir eigentlich doch seit 3 Jahren schon nicht mehr so, die Klasse ist doch sowieso schon, soll man eigentlich doch eh nicht mehr verwenden oder genau. Dann ist es der Kommunikationsaspekt, haben wir irgendwie so ein Verständnis davon, wie wir Probleme lösen wollen, oder ist je nachdem, wo man sitzt, ob man 2 Räume weiter sitzt, löst man vielleicht das gleiche Problem lieber auf eine andere Art, auf die dritte Art oder so. Es hilft halt, die gleichen Probleme gleich zu lösen, weil dadurch, wenn ich in den anderen Bereich komme, sehe ich halt, ah ja, okay, das ist auch Datenbankzugriff, so wie immer, oder das, genau, wir loggen wie immer, wir machen UI wie immer, oder es ist halt so, hä, das ist irgendwie, was machen die da eigentlich, und irgendwann bin ich da durchgesteppt, dann ach so, okay, es ist das gleiche, wie wir da drüben auf die andere Art gemacht haben. Ja. Und was auch noch ein wichtiger Punkt halt ist, ist dieses Verstehen die Leute, die Architektur umsetzen, wirklich, was das auf Code-Ebene ganz nah am Code bedeutet, was die Architektur eigentlich aussagen soll. Ja? Also wie hier, wenn der Elfenbein-Architekt sich da eine schöne Schemata ausgedacht hat, aber er erzählt dann halt, ja, so soll das sein mit den Komponenten, und jeder Entwickler denkt sich eigentlich, ah ja, okay, ich habe es verstanden, wir machen Packages oder so, das ist jetzt nur ein einfaches Beispiel, aber ich meine, diese Probleme hat man natürlich immer. Ist es eigentlich von dem schönen High-Level-Diagramm, was ich zeichne, ist es da eigentlich allen, haben alle die gleiche Idee, was das bedeuten soll, wie das umgesetzt werden soll, wie das hinterher wirklich aussehen soll im Code. Genau, also ich proklamiere jetzt eh nicht diesen Elfenbein-Architekt, sondern eher den Eat-Your-Own-Dog-Food-Coding-Architekt, der halt auch seine eigenen Sachen mit konsumieren muss, die er sich ausdenkt oder so. Genau. Okay, also im Alltag wollen wir irgendwie die Architektur erhalten. Das heißt, die Frage ist halt, wie geht man das an? Und ich würde sagen, womöglich sollte man es eigentlich so ähnlich machen wie bei der Feature-Entwicklung. Ich meine, da haben wir auch, sagen wir mal, über die letzten Dekaden sind wir echt dahin gekommen, dass relativ klar ist, wenn ich ein Feature habe und ich will, dass das Feature in einem halben Jahr noch funktioniert, dann teste ich das halt, ja, automatisiert, und dann habe ich den einen Aspekt, ich weiß in einem halben Jahr noch, das tut noch das, was es ursprünglich tun sollte, und ich habe gleichzeitig eine Art Dokumentation, wo
mindestens drin steht, was es tun soll. Und optimalerweise kann ich in dem Test sogar noch entweder aus Kommentar oder weil er so geschrieben ist, dass man das verstehen kann, warum ist das gut so, ja, dass der das tut. Und im Endeffekt ist Architektur oder zumindest die statische Struktur der Architektur aus meiner Sicht auch nichts anderes. Ich meine, ich will auch gerne, dass in einem halben Jahr noch die Sachen eingehalten werden, die ich mir heute überlegt habe. Genau, also sollte ich die auch automatisiert testen, ja. Sodass ich halt immer einfach ein direktes Feedback bekomme. Das heißt, wenn ich die Architektur halt verletze, diese Strukturen, die wir uns selbst gegeben haben im Endeffekt, dass ich spätestens sowas habe wie einen CI-Server, der mir sagt, wir wollten das eigentlich nicht so machen, du hast komische Abhängigkeiten eingebaut, du hältst dich nicht an irgendwelche Konventionen, die wir sonst immer verwenden. Genau, ich meine, optimalerweise natürlich noch früher, schon direkt vorm Einchecken beim Entwickler oder so, dass der selbst einen Test laufen lassen kann, aber mindestens tägliches Feedback, was mir sagt, hat sich der Zustand verschlechtert, der strukturelle Zustand von der Codebasis. Genau. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch der Punkt, wenn Leute kommen und sagen, ja, ich versuche mich an diese Konventionen zu halten, aber es ist eigentlich die totale Folter. Und ich schreibe ungefähr jetzt doppelt so viel Code, bloß um diese Dinger zu erfüllen, muss man halt auch irgendwie ja, so ehrlich sein und sagen, also vielleicht ist es gar nicht das, was man dachte, dass es ist, vielleicht ist es ein anderes Konzept, vielleicht hat man eigentlich da noch gar nicht drüber geredet und noch gar kein Wort dafür gefunden und muss vielleicht diese Sachen erweitern oder vielleicht auch anpassen, sagen, ja, aber eigentlich den Fall haben wir nicht bedacht. Ja. Der Punkt ist halt, dass man zum einen versucht, das in den Köpfen präsent zu halten, dass diese Architektur gelebt wird, dass man sie anpasst, wenn es nötig ist, ja, dass sie nicht in Stein gemeißelt für alle Zeiten ist, weil man weiß einfach nicht, was passiert ist. Also typischerweise, während man die Sachen kontinuierlich weiterentwickelt, verändern sich halt die Rahmenbedingungen und vielleicht sind die Sachen, die man heute als gut befunden hat, morgen irgendwie nicht mehr so gut oder man sieht auch, dass es vielleicht insgesamt keine so gute Idee war, dass es vielleicht mehr Schaden als Nutzen erzeugt und dass man dann halt einfach die Sachen nachzieht, dass man das anpasst, aber dass man das halt nicht willkürlich tut, dass man es nicht aus Versehen tut, nicht auseinanderläuft, weil man es halt nicht wusste, weil man nicht dran gedacht hat, sondern dass es halt eine bewusste Entscheidung ist, dass ich immer, naja, das einfach in Sync bleibt damit, wie soll es sein und wie ist es und nicht irgendwie auseinanderlaufen. Ich habe irgendwie ein verstaubtes Dokument im Schrank, da steht drin, das soll so und so sein. Eigentlich hält sich keiner dran, weil es ist sowieso irrelevant und macht eh mehr Ärger und keiner mag es. Ja. Genau. Genau, und zu dem Teil, der auch im Titel schon steckt, nämlich dieser Library. Ich habe im Endeffekt in dem Projekt, wo ich jetzt bin, das ist halt ein großes Projekt, vielleicht darum zu verstehen, wo ich herkomme. Es ist einfach eine agile Migration, wo naja, ein Altsystem, was schon in den 90ern geschrieben wurde, vertikal geschnitten, Stück für Stück fachlich nach Java migriert wird, was aber ein sehr großer Monolith im Endeffekt jetzt ist und irgendwas um die 5 Millionen Zeilen Code oder so hat, schätze ich. Also mit Tests, die Hälfte ist wahrscheinlich Tests davon, aber es ist einfach eine große Menge und es sind einfach über 40 Entwickler oder so, die halt dann gleichzeitig dran arbeiten, da drauf feuern. Und ich hatte halt, vor Jahren habe ich mal versucht, dafür automatisierte Tests zu schreiben, die halt gewisse Strukturen, wie zum Beispiel die Schichtenarchitektur oder so sicherstellen, mit freien Mitteln und es war tatsächlich nicht so einfach. Am Ende hatte ich irgendwie, um das alles abzubilden, so ein Mischmasch aus Java Reflection und AspectJ und Groovy und das lief im CI und hat mit Command Line Parser da irgendwie die Warnungen rausgepasst. Und eigentlich außer mir wollte das keiner so richtig anfassen und verstanden als wahrscheinlich den seltsamen Frankenstein-Konglomerat auch nicht so wirklich jemand. Und damals habe ich mir eigentlich gedacht, dass es cool wäre, wenn es eine freie Library Gap, mit der man ja, sowas automatisiert sicherstellen kann, die möglichst einfach einzusetzen ist, aber halt mächtig genug, um das alles abzubilden. Ne? Genau, also was tut ArchioNet eigentlich? Ist für Java-Architekturen nur, also es basiert auf Java-Bytecode-Analyse, deswegen kann man da auch nur zumindest JVM-Sachen damit testen. Ja? Ich habe es noch nicht auf Scala oder sowas losgelassen. Also man kann sicherlich was testen. Die Frage ist nur, wie nah ist der Bytecode in dem Fall an den Sprachkonstrukten noch? Das müssen wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Genau, also grundsätzlich nimmt es halt einfach alles, was die JVM versteht. Java Bytecode importiert den,
bietet einem eine API, um halt darauf Regeln zu definieren auf diesem Bytecode, was der erfüllen soll, was die Code-Struktur im Endeffekt für Eigenschaften haben soll. Und man kann es halt in existierende Test-Frameworks einbinden. Ne? Von den Design Goals war es halt so, dass zum einen sollte halt das Setup möglichst einfach sein. Ich würde auch sagen, das ist sehr einfach, weil das Ganze ist eigentlich nur, man bindet eine Maven Central Dependency ein, schreibt irgendeinen Unit-Test, wie man es kennt, mit JUnit, mit TestNG, mit irgendwas und kann eigentlich in 5 Zeilen einen Test für zum Beispiel Paketzugriffe schreiben. Genau, also viel einfacher kann ich es mir fast nicht vorstellen. Man muss nicht extra Tool installieren, man muss nichts in die Build-Chain integrieren extra. Es ist für Developer oder halt für auch Hands-on-Architekten, die halt auch sich nicht davor scheuen, Java zu schreiben, ist es halt einfach oder gut zu verstehen. Es ist halt konsistent, es ist keine Mischung aus verschiedenen Sprachen, wie das alte Ding war. Man kann das Ganze debuggen, wenn man will. Man kann schauen, warum schlägt die Regel an oder schlägt sie nicht an. Also man kann durchsteppen. Es ist halt Code, es ist Java-Code, es ist alles in Code geschrieben. Und weil es alles selbst Java-Code ist, lässt sich es halt auch sehr mächtig anpassen. Also es war, im Endeffekt hatte ich von vornherein aufgegeben, dass ich eine API schreiben kann, die alle möglichen Anforderungen abdecken kann, die man haben könnte in Projekten, so Konsistenzanforderungen. Und stattdessen ist das Ganze eher so aufgebaut, dass es auch so Eat-Your-Own-Dog-Food-Prinzip ist, dass man halt verschiedene Abstraktionsschichten hat und man kann halt auf jeder Ebene sagen, ich muss eine Schicht tiefer gehen, weil es das nicht gibt in der API und dann kann ich aber einfach auch komplexere Sachen oder ganz spezifische Sachen abdecken, ja, oder eigene Konzepte einführen und das Ganze erweitern. Genau, so, ab jetzt gibt es ein bisschen Coding, hoffentlich, mal schauen. Ich will auch ein bisschen Nervenkitzel, ob auch alles funktioniert. Oder was nicht funktioniert, was kaputt ist. Genau, bevor ich anfange, vielleicht, das hier ist ein alter Spring-Workshop. Gerade eben habe ich leider gemerkt, dass mein Zoom kaputt ist, aber vielleicht kann man das hier einigermaßen lesen. Also eigentlich sind es Top-Level so ein paar fachliche Gruppierungen. Es war halt irgendwie so eine Art Personal Messaging Dummy-Anwendung ohne UI und es gibt halt irgendwie Users, Profiles und Messages und Contacts und so, dass halt irgendwie Users sich da gegenseitig irgendwelche Nachrichten zuschicken können. Viel Zeug ist auch nur da, um halt Spring-Features zu zeigen, so AOP und ähnliche Sachen. Ist eigentlich auch irrelevant, ja. Wichtig sind nur so die grobe Struktur oder so, oder dass man halt so ein bisschen den Überblick hatte. Man kann sich zum Beispiel bei User Domain könnte man sich irgendeine Hibernate-Entity anschauen. Zum Beispiel die hier. Genau, falls man irgendwas nicht lesen kann, gerne Bescheid sagen. Genau, sei es so eine einfache Dummy-Pojo-Klasse mit Gettern und Settern oder sowas. Wo man halt bei einem User irgendwie Name und seine Kontakte oder sowas speichern kann. Und dagegen würde ich einfach ein paar Tests jetzt einfach live coden und schauen. Wie fühlt sich das an? Also im Endeffekt, auf der untersten Schicht ist es halt so ein Class-File-Importer, der halt verschiedene Möglichkeiten anbietet, Bytecode zu importieren. Der hat halt einige Möglichkeiten von Class-Paths über irgendwelche File-Pfade oder URLs oder Packages oder Klassen. Ich kann zum Beispiel einfach hier das Paket von hier oben einfach nehmen, Demo oder so, das Wurzelpaket. Genau, und was ich rauskriege, sind Java Classes. Ja? Und mit dem Ding, können wir mal kurz gucken. Ich schaue mal, ob das. Genau. Ups. Wenn man sich jetzt anschaut, wie diese Klassen ausschauen, dann sieht man irgendwie, hat er hier 118 Klassen importiert. Findet man die ganzen Namen, was er so gefunden hat in den Dingern. Das ist nicht super übersichtlich, aber man kann sich eine einzelne Klasse mal rauspicken. Ja. Zum Beispiel diesen User, den wir vorher gesehen haben. Dann sieht man im Endeffekt, wie heißt die Klasse. Man kann auch irgendwie nachschauen, zum Beispiel von wo ist die denn eigentlich importiert worden. Ja. Hier zum Beispiel von dieser File-URL. Irgendwo User Class.
das Ding ist vom Typ Java Class und was man drauf aufrufen kann, sieht halt sehr ähnlich zur Reflection API aus. Das ist halt, damit es halt im Endeffekt gleich sich relativ vertraut anfühlt. Also ich kann mir zum Beispiel auch anschauen, was für Methoden hat denn der User, also diese User-Klasse, dann sehe ich irgendwie hier die Getter und Setter. Das Ganze ist halt im Endeffekt aber angereichert, um halt viele weitere Informationen aus dem Bytecode, die halt normalerweise bei der Reflection API fehlt. Nämlich zum Beispiel, wer ruft mich auf, wen rufe ich auf und solche Sachen. Das heißt, ich könnte mir zum Beispiel von dieser Methode hier, setAddresses, könnte ich mir zum Beispiel anschauen, auf was für Felder greift die zu. Und würde zum Beispiel sehen, dass sie irgendwie auf die, genau, dass sie zum Beispiel zwei Zugriffe auf diese Liste hier hat. Genau, und man könnte jetzt in Zeile 60 und 59, also die Line-Number ist auch drin, kann man sich angucken, was das für Fieldzugriffe, also für Felder, Feldzugriffe zum Beispiel sind. Genau, 59, 60, okay, sieht man, dieses Set Addresses macht die Addresses erst sauber und dann fügt es alle hinzu. Also deswegen sind es auch zwei Feldzugriffe, die man gerade gesehen hat. Ja. Aber man sieht eigentlich halt eben genau auch, wo passiert ist und was passiert. Und ich meine, auf der Basis könnte man ja jetzt prinzipiell schon anfangen, einen Test für die Architektur zu schreiben, wenn man so wollen würde. Ja. Man könnte irgendwie einfach irgendwie sagen, ich iteriere über alle Klassen drüber, dann suche ich mir halt raus, welche Klassen sind eigentlich relevant. Zum Beispiel will ich schauen, dass keine Services auf Controller zugreifen. Also könnte ich irgendwie sowas sagen wie der Full Qualified Name, wenn der halt irgendwie Punkt Service enthält oder so, dann bin ich ja ein Service. Genau, wenn ich ein Service bin, könnte ich zum Beispiel über alle Accesses, also alle Zugriffe, die von mir ausgehen, drüber iterieren. Und zum Beispiel schauen, ob das, also das Ziel ist ja ein Feld oder eine Methode und das hat ja einen Besitzer, deswegen ist das, heißt das hier Target Owner. Ja. Es ist im Endeffekt die Klasse, wo die Methode oder das Feld definiert ist. Also Access ist einfach, ist im Endeffekt irgendwas. Also Feldzugriff oder Methodenaufruf oder Konstruktoraufruf. Genau. Ich kann zum Beispiel sagen, wenn das hier das Controller im Package hat, dann ist das böse. Ja, dann habe ich einen Service gefunden, der auf einen Controller zugreift. Dann könnte ich hier sagen, ich will scheitern oder so und das hier melden. Oh. Ja, keine Ahnung. Genau. Mal schauen, wenn ich den Test laufen lasse, sollte vermutlich, hat sich ja natürlich, habe ich mich hier toll an die Architektur gehalten, als ich das gemacht habe und diese Schichten eingehalten. Wenn ich hier irgendwo was Böses reinmache, und zum Beispiel in den Personal Message Service, der hier im Service-Paket liegt, wenn ich hier einen Aufruf auf einen Controller einbaue, zum Beispiel irgendwie den hier oder so, dann müsste der Test eigentlich... Genau, dann geht der Test kaputt und sagt mir, Personal Message Service greift zu auf Contact Details Controller. Könnt ihr auch die Line-Nummer an der Stelle, die Zeilennummer noch ausgeben oder so. Das ist eigentlich schon nicht so schlecht. Ja. Man hat da sehr, sehr viele Informationen, wo man Tests schreiben könnte. Was ist halt nicht so gut an dem Ding, ja, dass ich eigentlich die Intention, die ich hatte, nämlich dass ich nicht wollte, dass Services auf Controller zugreifen, dass ich die hier ziemlich verloren habe. Ich habe halt hier jetzt der nächste Entwickler, der sich das halt durchliest, mit der, was hat er gemeint, okay, irgendwie geht er drüber, dann filtert er, okay, der Controller, ah ja, okay, dann fällt er, also wahrscheinlich wollte er, dann kann man sich das wieder zusammenreimen, aber irgendwie steht halt eigentlich nicht das da, was die Intention war. Ja. Grundsätzlich scheint es auch so, dass die meisten Architektur-Constraints eigentlich so ein gewisses Pattern haben, nämlich ich nehme meine Klassen, ich interessiere mich irgendwie für eine Teilmenge wie diese Services, ja, ich schränke es ein und dann mache ich auf der Einschränkung, will ich irgendwas sicherstellen, dass irgendwas erfüllt ist. Genau, also das,
was man hier sieht, ist die unterste Schicht. An der steckt die ganze Information aus dem Bytecode, über die kann ich da an der Stelle sprechen. Aber die eignet sich halt nicht gut, um Architekturregeln festzuhalten. Deswegen gibt es da drüber liegend, das Eat Your Own Dog Food, das heißt, es gibt eine weitere Schicht, die oben drüber liegt, die untere Schicht benutzt. Und die bietet mir halt jetzt einfach eine Fluent API an, mit der ich halt genau dieses Pattern abbilden kann. Ja, ich will es einschränken, also will ich irgendwie über Classes, that, reside in a package oder that are public sprechen. Ja. Und ich kann mir halt hier einfach, also es gibt hier diese ganzen Bedingungen, um es einzuschränken. Ja. Und dadurch habe ich natürlich hier halt auch, kann mir halt auch die IDE helfen, was könnte ich da tun. Ja. Also ich kann zum Beispiel schauen, ja, ich will irgendwas mit Packages machen, na gut, was könnte ich denn wollen? Ich kann vielleicht, dass das Package private ist, vielleicht, dass es in irgendeinem Package oder außerhalb von einem Package liegt oder in einem bestimmten. Und hier kann ich mit so einer AspectJ-Syntax einfach reinschreiben, irgendein Paket Service mit davor und dahinter. Und dann muss ich natürlich noch sagen, was sollen die erfüllen? Ne? Kann ich halt irgendwas, ich weiß nicht, also zum Beispiel should be private, das wird vermutlich nicht erfüllt sein, weil ich nicht alle Klassen, die da drin leben, sinnvollerweise private sein werden. Okay, was kriege ich hier raus? Eine Regel, eine Architekturregel, ja, ArcRule, die sich jetzt aber eigentlich ganz gut lesen lässt. Jetzt kann ich mir eigentlich vorstellen, okay, irgendwie Klassen, die im Paket Service leben, sollen halt private sein. Ob es Sinn macht, sei mal dahingestellt, aber das ist ja jedem Projekt selbst überlassen. Und die kann ich einfach gegen diese Klassen hier auswerten. Und habe im Endeffekt das gleiche Zeug. Ja? Also gut, jetzt kriege ich hier erstaunlicherweise einige Verletzungen. Das war ja auch zu erwarten. Was man auch sieht, was gut ist, ist, ich kriege den Regeltext im Endeffekt hier in der Fehlermeldung automatisch zusammengebaut, weil diese Fluent API sich einfach merkt, was für Ausdrücke hatte die denn. Also außer ich überschreibe sie, ich könnte hier nochmal explizit sagen, die soll irgendwie anders heißen oder so. Dann kriege ich halt einen anderen Regeltext, was fehlgeschlagen ist. Genau, aber ansonsten kriege ich a priori schon mal, was ist passiert, wie oft ist die Regel verletzt worden und wo ist sie verletzt worden. Ja. Die sind jetzt halt alle in Zeile 0, weil es halt einfach die ganze Klasse kaputt ist und man aus dem Bytecode jetzt nicht genau entnehmen kann, wo, dass es hier Zeile 3 ist, wo das Ding steht. Ja. Aber normalerweise, wenn es ein Zugriff wäre, würde ich auch genau die Zeilennummer dann sehen. Das sehen wir dann eh gleich nochmal. Genau. Okay, und so läuft es im Endeffekt. Da mir immer gesagt wurde, ich tue zu viel Coden und mache es zu nerdig unanschaulich, habe ich heute mal gedacht, ich probiere mal was Neues und füge mal diese tollen Diagramme hier ein, die ich aus dem User Guide, den es mittlerweile gibt, geklaut habe. Ja. Und würde das einfach mal anhand von dem Ding hier probieren, wie würde man das abbilden. Ja? Also zum Beispiel sowas will ich hier, Services dürfen nicht auf Controller zugreifen, so ähnlich hatten wir es ja gerade schon. Genau, wenn ich den, okay, ich hau das mal weg. Okay, also ich meine, was würde ich tun? Ich würde halt irgendwie Services shouldn't. Genau, Controllers nennen und im Endeffekt das tun, was ich gerade getan habe. Ich kann hier auch einfach irgendeine Klasse angeben, wenn ich das Refactoring sicher haben mag, falls ich das Paket umziehe. Also die Klasse hier zum Beispiel liegt Top-Level, deswegen würde ich die einfach mal nehmen. Die liegt halt in der Wurzel, die Spring-Configuration. Alle Klassen importieren und dann könnte ich hier, genau, weil es eine negierte Regel ist, schreibt man die in dieser Sprache hier so, ja, und sagt, keine Klassen, die in einem Paket Service leben, sollen auf Klassen zugreifen, die in einem Package Controller leben. Das wäre im Endeffekt die gleiche Regel von gerade eben. Ja. Ups. Oh ja, sehr, sehr richtig, danke. Das wäre schon das Erste gewesen zum ewig rumüberlegen und dann, aha, okay. Genau. Okay. Genau, also man sieht jetzt hier auch die Verletzungen, man sieht, der Regeltext ist zusammengebaut worden, ja, genauso wie ich es halt im Code hingeschrieben habe hier oben.
Und ich sehe genau, wo ist die denn verletzt worden, im Personal Message Service, Zeile 44, kann draufklicken, hüpf hin und sehe, okay, also das ist genau dieser Mist, den ich gerade eingebaut habe, dass ich hier den Contract Details Controller aufrufe. Er sagt mir sogar genau, was passiert denn, ja, die Methode Send Message, hier Send Message, ruft den Konstruktor, also init, von dem Contact Details Controller hier auf. Genau, ist eigentlich tatsächlich relativ angenehm vom Code her. Hier steckt natürlich eigentlich noch Zeug drin, was ich normalerweise nicht unbedingt, also ich meine, es ist, sagen wir mal, man kann es optimieren, weil ich meine, überraschenderweise werde ich das hier wahrscheinlich immer machen wollen, wenn ich eine Regel definiere, weil ich meine, warum sollte ich eine Regel definieren, die ich nicht auswerte? Ja? Das hier ist irgendwie auch so, ja, ich will halt irgendein Paket importieren. Deswegen gibt es im Moment für JUnit und hoffentlich bald künftig auch für JUnit 5, also im Moment für JUnit 4, genau, hier einen Weg, das etwas kompakter zu machen. Ich kann hier einfach das Ding einfach als Feld definieren. Und im Endeffekt dieser Runner, der hier oben steht, der weiß es halt dann schon. Ja. Also ich meine, dass ich Workshop Configuration importieren will, also es ist im Endeffekt, diese Annotation hier oben unterstützt halt das gleiche wie der Classfile Importer direkt. Dadurch weiß ich das, was ich importieren will. Kann im Endeffekt mir das hier alles schenken. Genau, und das reicht dann eigentlich, und wenn es nicht ganz so komisch formatiert wäre. Okay, und wenn ich das hier laufen lasse, dann weiß der Runner im Endeffekt ja auch. Also ich meine, es ist nicht so schwer, sich zu überlegen, was der Entwickler wahrscheinlich wollte. Mit dem Benefit, dass man nicht vergessen kann, rule.checkClasses aufzurufen. Ja, man schreibt einfach die Regeln runter und markiert die einfach, dass die ausgeführt werden sollen. Deklariert halt oben, um welche Klassen geht es eigentlich. Genau, und als zusätzlichen Benefit hat man den Vorteil, dass diese Klassen hier dann automatisch auch gleich zwischengespeichert werden, weil auch darum müssen sich ja eigentlich kümmern, wenn es ein großes Projekt ist, es irgendwie 20.000 Klassen sind, dann kann es schon mal eine Minute oder so dauern, bis er die Klassen hat. Und es wird irgendwie keinen Sinn machen, diese gleichen Klassen immer wieder zu importieren. Ne? Genau, sieht man hier, ich hoffe, man kann es einigermaßen lesen, der erste hat hier irgendwie noch mit Hochfahrtzeit so eine halbe Sekunde, der zweite ist dann nur 6 Millisekunden, weil er einfach die Klassen wiederverwendet, ja, die der erste Regel hier schon hatte. Genau. Okay, was könnte man noch machen? Man könnte sich sowas hier überlegen, wer darf eigentlich auf mich zugreifen? Ja, genau, warum sollte ich überhaupt wollen, was ist schlecht an der Regel gerade eben? Ja? Services sollen nicht auf Controller zugreifen, ist doch super, ab jetzt geht nichts mehr schief. Was aber natürlich passieren kann, ist, dass jemand sowas hier macht. Wir nehmen das hier, legen es einfach hier hin und nennen es Architecture Util zum Beispiel, ja, super, weil diese Architekturtest ist eine Scheiße. Und der Test ist grün, weil dank meines Architektur-Helpers habe ich ja jetzt keine Verletzung mehr drin, ne? Macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Deswegen ist es grundsätzlich besser, sowas als eine Art Whitelist zu definieren, ja. Und zu sagen, wer darf eigentlich auf mich zugreifen, anstatt auf wen soll ich nicht zugreifen, weil da gibt es halt immer viele andere tolle Wege, die man auch gehen könnte. Ja? Also würde ich im Endeffekt immer diese Variante hier präferieren. Ja? Ich sage halt einfach, es soll halt nur UI auf Controller zugreifen und dann verhindere ich gleichzeitig, dass halt neue Sachen reincreepen, dass halt irgendjemand sagt, oh, ich lege aber mein Package Spezial-Utils an und von da greife ich einfach auf alle möglichen Services und so zu. Das macht natürlich dann nicht so super viel Sinn. Genau, wie würde man das schreiben? Tatsächlich wäre das jetzt auch nicht so krass. Naja, das wäre dann im Endeffekt Controllers should only be accessed by UI, ja, oder so. Man könnte halt hier irgend sowas sagen wie genau, Klassen, die im Package Controller liegen, sollen halt, auf die sollen nur zugegriffen werden von
oder es gibt hier sogar so einen Shortcut, ja, von irgendeinem Package. Ja gut, Controller selbst macht irgendwie Sinn, weil wenn ich aus meinem eigenen Package nicht auf mich zugreifen darf, wäre ärgerlich. Ja. Und dann zum Beispiel UI. Ja. Ich meine, UI gibt es hier eh nicht, aber das sollte reichen, um zu visualisieren, warum das besser ist. Ja. Weil der Test schlägt jetzt auf jeden Fall fehl und prangert auch Architecture Util an, weil es einfach von Top-Level aus versucht, auf den Controller zuzugreifen. Ja, was kann man jetzt hier auch noch ganz gut sehen? Irgendwie gibt es hier jede Menge Verletzungen, ja, 72, weil es gibt hier auch sowas wie Contact Details Controller Integration Test. Vielleicht macht es keinen Sinn, dass ich das für Tests erzwinge, weil die Tests leben halt vielleicht woanders und es ist ja eigentlich jetzt architekturell auch nicht so schlimm, wenn die auf den Controller zugreifen. Die Integrationstests, ja, die sollen das ja sogar. Dafür kann ich hier oben im Endeffekt, also das kann man dem Class-File-Importer direkt mitgeben, Import-Options, bei dem man ja, im Endeffekt sagen kann, naja, das ist einfach nur ein Interface, was mir halt sagt, welche Locations will ich denn haben. Es gibt zum Beispiel eben schon ein vorgefertigtes Don't Include Tests. Wenn ich das halt hier oben reinhaue, dann sind diese ganzen Testverletzungen weg. Ja. Aber ich meine, im Grunde genommen, das ArcUnit weiß natürlich jetzt nicht so viel, was ein Test ist oder was nicht, weil in der Java-Klasse sieht man es typischerweise nicht an, wenn die Java-Klasse einfach irgendwo liegt und irgendwie heißt, woher soll ich wissen, ob es ein Test ist oder nicht. Ja, könnte ich vielleicht noch scannen, ob JUnit 4 Annotationen drin sind oder JUnit 5 oder TestNG oder vielleicht ist es was ganz anderes, was ich nicht kenne. Was aber auf der anderen Seite halt wieder sehr viel Performance kosten würde, weil ich will ja nicht erstmal alle Klassen nach Annotationen durchsuchen, um hinterher zu sagen, ach ja, 90% will ich wegwerfen. Deswegen ist das hier prinzipiell, das ist einfach ein einfaches Interface. Kann ich mal kurz zeigen. Das kann man halt auch selbst. Das ist eigentlich der Grundgedanke immer, dass ich die Sachen, wo ich es halt brauche, erweitern kann. Das heißt, ich könnte hier einfach meine eigene Import-Option schreiben, die kann ich dann hier oben auch referenzieren, foo.class oder so. Und hier drin gebe ich halt an, welche Location will ich denn importieren. Diese Location ist prinzipiell einfach, ja, im Grunde genommen ist es halt eine URI, die sagt halt File, Doppelpunkt irgendwo im Filesystem oder ist es in der Char, im Char-File oder so. Oder mit Java 9 ist es in so einem Runtime-Image, genau. Aber damit kann man das recht gut customizen, vor allen Dingen, weil das hier ist natürlich auch nur eine Heuristik. Ja. Ich meine, was macht das halt? Das schaut halt, oh, ist es vielleicht Gradle, dann müsste es unter Build Classes Test liegen. Ist es vielleicht Gradle größer 4.4, dann liegt es unter Build Classes Test irgendwas anderes noch. Oder Java Test, oder ist es Maven, dann ist es Target Test Classes. Oder ist es IntelliJ, das macht nur allerdings out. Also es ist halt irgendwie so ein Mist, es ist einfach nur so eine Heuristik. Und falls es halt, also ich meine, das ist im Endeffekt auch wieder klar, man kann halt wieder nicht alle Fälle abfangen, aber wenn es halt nicht passt, kann man es halt selber sehr einfach hier reinschreiben. Ja. Also ich könnte einfach hier sowas sagen wie Location contains Test oder sowas und einfach sagen, die Filepfade, die halt einen Test, direkt einen Testfolder drin haben oder halt hier irgendwie sowas wie, keine Ahnung, Target-Test oder so. Also es sind ja URIs, ja, die will ich halt nicht haben. Oder so. Genau, also nicht. Ja. Genau. Okay, unabhängig davon, was könnte man noch so machen? Sachen wie das hier, zum Beispiel, ja, so Naming-Konventionen einhalten oder Vererbungsstrategien einhalten. Das zum Beispiel, ja, man könnte sagen, Sachen, die von Abstract Service ableiten oder Services sollen halt von diesem Abstract Service ableiten. Oder dass eben die davon ableiten, halt auch Services sein sollen und nicht irgendwie heißen sollen. Mal gucken. Was könnte man dafür schreiben? Ja, keine Ahnung, sowas wie Classes, Extend, Abstract, Service, should be named. Service oder so. Genau, muss ich halt definieren. Da sieht man im Endeffekt auch wieder, dass halt das sehr, sehr mächtig ist. Ja? Also ich könnte einfach sagen, die halt die Extenden von Abstract Service. Und einfach sagen, was sollen die erfüllen? Zum Beispiel ein Simple Name haben, der halt Service enthält oder so, ja? Damit ich wenigstens den Namen schon gleich ansehe. Das ist irgendwie ein Service. Genau.
Okay, der wäre zum Beispiel grün. Wenn ich mir jetzt überlege, ich hätte gerne ein Foo, der auch ein Abstract Service sein soll, müsste es eigentlich anschlagen. Ja. Genau, dann sagt er auch, ja, ist kaputt, weil Inheritance Check $Foo, also diese innere Klasse hier, auch davon ableitet, aber nicht Service heißt. Ja. Müsste ich halt richtig nennen, dann wäre es wieder okay. Genau, ich kann es natürlich, das Ganze kann ich auch umdrehen, also diese Regeln kann man ja immer auch invers machen. Okay, bevor ich hier so viele Typos mache, schreibe ich lieber gleich nur Foo. So mache ich es auch beim Code immer. Genau, also ich kann auch sagen, ich drehe es halt um und ich hätte gerne eine, die alle, die einen Simple Name haben, der Service enthält oder so, sollen zuweisbar sein zu dem Abstract Service oder so. Genau. Foo ist zum Beispiel nicht erfüllt, weil zum Beispiel dieser Service hier, Audit Event Service, ja gut, das ist ein Interface, wahrscheinlich sollte man, genau, man, was man vielleicht ganz gut sehen kann, man kann die Dinge hier auch lustig kombinieren natürlich, weil das muss man ja oft, also nehmen wir welche, die keine Interfaces sind und die einen Simple Name haben, dann kommt eher was Sinnvolles raus. Ja. Genau, gibt es immer noch ein paar böse, zum Beispiel diesen Dummy Instant Message Service, der kein Abstract Service ist, oder Dummy Mail Service, ja, surprisingly sind die Dummy-Sachen böse. Ja, also man kann, da die API gibt wirklich ziemlich viel eigentlich schon her. Ja. Ich könnte auch sagen, anstatt Simple Name könnte ich auch sagen, annotated mit der Annotation zum Beispiel, Service Class oder sowas. Müsste auch kaputt gehen, ja, weil dann kriege ich die nicht mehr alle, weil manche waren nicht annotiert, aber die zum Beispiel kann ich finden. Ja. Genau, was hätten wir noch im Angebot? Was man ja auch nicht so gern mag, ist das hier zum Beispiel. Könnte man sich auch überlegen, dass man das testen will, ja, dass man die Top-Level-Slices gerne nicht hätte, dass sowas wie bei der Findbugs-Ding vorher passiert, dass da irgendwelche Zyklen auftreten. Ich weiß nicht, wenn man sich hier die, wenn sich das hier anschaut, dann würde man ja denken, dass zum Beispiel diese Top-Level-Dinger unter Demo hier, das sind ja wahrscheinlich so fachliche Schnitte, die eigentlich keine, hoffentlich keine Zyklen haben sollten. Ja. Macht irgendwie Sinn, also weder zwischen Users, Messages, erst recht nicht mit irgendwie Infrastructure, also sowas hier wäre auf jeden Fall irgendwie seltsam. Ja. Weil warum sollte Infrastructure auf Users zugreifen? Was brauche ich eigentlich eine Sprache, um das zu definieren? Ich muss mir irgendwie sagen, was sind denn eigentlich diese relevanten, also wo sind denn eigentlich meine fachlichen Schnitte? Das kann er ja selbst nicht wissen. Ne? Wenn er sich halt hier alle Pakete anschaut, ja mei, ob jetzt irgendwie hier DAO relevant ist oder ob eigentlich die Sachen, für die ich mich interessiere, nur genau diese Top-Level sind, das weiß er nicht genau. Deswegen gibt es dafür auch im Endeffekt ein eigenes Sprachkonstrukt momentan, um genau die Sachen abzubilden. Heißt dann allerdings Slices, also diese Schnitte, ja, um solche fachlichen oder technischen Schnitte zu definieren. Da muss ich sagen, was sind denn? Also ich muss mir irgendwie sagen, das sind genau die Top-Level unter Demo. Also könnte ich sagen, hier mit einem Stern kann ich halt markieren, das ist genau das Paket, was direkt nach Demo kommt, was diesen Slice definiert. Und dann kann ich mal gucken, was mir die API für diese Slices im Moment anbietet. Naja, wer Ideen hat, auf GitHub ein Issue aufmachen, kann man noch weitere Sachen hinzufügen. Bisher gibt es halt genau dieses, diese Slices sollen halt keine Zyklen haben und diese Slices sollen völlig unabhängig voneinander sein. Das waren so die Sachen, die ich im Moment bisher gebraucht habe, deswegen gibt es noch nichts anderes. Genau, und dann kann man das an sich eigentlich ganz gut lesen, sofern man weiß, dass eben dieser Stern hier genau das, den relevanten Infix fängt. Okay, und dann sehen wir auch schon, dass das tatsächlich nicht so richtig gut eingehalten ist. Ja. Und hier oben, also es gibt 7 Zyklen im Endeffekt. Und hier ist zum Beispiel einer gefunden worden, der von Contacts nach Infrastructure und wieder zurück nach Contacts geht. Also ich meine, ich würde sagen, wenn man sich das anschaut, sieht man eigentlich auch schon, was ist wahrscheinlich okay. Nämlich Contacts dürfen Infrastructure benutzen, macht irgendwie Sinn. Infrastructure ist technisch. Was weniger Sinn zu machen scheint, ist das hier. Ja. Dann können wir uns halt fragen, warum. Ja, wir wollen die... Wir können uns hier unten die Dependencies anschauen. Die von Contacts sind wahrscheinlich nicht so interessant, weil die gehen ja nach Infrastructure, aber andersrum die von Infrastructure
ist ein bisschen seltsam, ja. Und dann sieht man auch hier, dass Abstract Service irgendwie eine Methode Find Contact drin hat, was natürlich irgendwie seltsam ist. Und die operiert auf Contact DAO. Wenn man hinhüpft, sieht man auch, ja, okay. Sieht auf jeden Fall eigentlich ungewollt oder ungut konzipiert aus, ja, weil ich will ja eigentlich, dass sich dieser abstrakte Service nicht mit ändern muss, wenn sich was an den fachlichen Sachen wie Contact oder User ändert. Und dadurch habe ich jetzt genauso was reingelötet, dass im Endeffekt, wenn ich jetzt an User was anpasse, dann muss ich an der Infrastructure, passe ich automatisch an der Infrastructure irgendwie auch was an oder muss vielleicht da was ändern. Dadurch passe ich irgendwie dann, also beeinflusse ich halt alle anderen Dinge auch in dem Fall, ja, die auch von Infrastructure abhängen. Und habe halt dann eigentlich wieder diesen, genau das, was ich nicht will. Ja. Genau. Okay, das vielleicht dazu. Genau, dass es hier sehr viele Sachen gibt, hatte ich schon gezeigt. Was vielleicht noch interessant ist, ist dieser, der Fall, dass ich, wenn ich jetzt nicht alles abdecken kann, was ich will, das ist der Punkt, dass ich gemeint habe, dass es halt gut erweiterbar ist. Weil es ist halt einfach, ja, es ist halt alles Code. Das heißt, ich kann das einfach um mein eigenes Konstrukt erweitern hier. Ja? Also ich kann zum Beispiel, könnte ich mir sowas bauen. Ja, ich meine, ein Klassen, die ein Feld haben, was foo heißt, ist jetzt surprisingly nicht in der generischen API enthalten, ja? Obwohl man es oft brauchen kann. Okay. Ich könnte sie auch als Parameter rausziehen, wenn ich da Lust hätte. Genau, was muss ich machen? Halt eigentlich nur dieses, also das Describe-Predicate ist ja im Endeffekt nur ein Lambda, was mir sagt, erfüllt die Klasse das oder nicht. Was halt noch dazu eine Beschreibung spendiert gekriegt hat. Ich denke mal auch diese, wenn das Ding mal auf Java 8 hochgezogen wird, also im Moment ist noch Java 7 kompatibel, aber falls das mal irgendwann nicht mehr unterstützt werden muss, dann kann man diese API vielleicht auch noch ein bisschen Lambda-rifizierter schreiben. Im Moment muss man sich den Wrapper selber machen. Genau, was würde ich halt eigentlich tun? Ich könnte zum Beispiel über diese Klasse, über deren Felder drüber iterieren und halt sagen, na gut, wenn das Field den Namen hat foo, dann ist es wahr und wenn ich kein Feld gefunden habe, ist es false. Ja? Also, genau, okay. Also dann habe ich jetzt Klassen, die ein Feld haben, was foo heißt, sollten private sein. Ja, ich kann mir hier mal irgendeine schöne Public-Klasse anlegen. Genau, wenn die jetzt halt irgendwie foo2 drin hat als Feld. Ups. Sollte ja eigentlich alles super sein. Dagegen, wenn die jetzt ein Feld foo drin hätte, dann müsste die eigentlich gefangen werden, oder? Ja. Achso, okay. Ich check selber, okay. Achso, weil ich die Regel hier foo genommen habe. Ja, das. Ja, okay, war. Ich habe schon Angst gehabt, dass jetzt hier seltsame Sachen passieren, aber es ist natürlich vollkommen wahr. Ich sollte nicht immer foo verwenden, sondern auch mal bar mehr und cooks. Genau. Ja, das wäre schlecht für mich, wenn man sieht. Ja? Okay, jetzt haben wir eigentlich schon gesehen, dass es funktioniert. Wenn jetzt hier bar foo hat, dann ist es auch hier kaputt. Ja? Genau. Okay, vielleicht kurz. Genau, okay, cool. Zeit, vielleicht bin ich auch gar nicht so schlecht am Ende der Zeit, wenn ich jetzt sofort weitermache. Okay. Genau, so von der Demo her bin ich eigentlich auch schon so durch. Ich denke, man muss da selber ein bisschen mit rumspielen. Das hier funktioniert bei Conditions im Übrigen auch. Also ich kann hier eine Arc Condition reinstecken. Keine Ahnung. Das kann man sagen, statt be public, be annotated with... sowas machen. Ups, nee, anonym ist nicht gut. Wenn ich mir hier zum Beispiel sowas ausdenken würde, eine schöne Annotation oder so.
könnte ich halt irgendwie sagen, ja. Also wenn die Klasse nicht annotated ist mit Cooks oder so, dann könnte ich diesem Events-Objekt hier, da kann ich einfach irgendwelche Sachen, ich könnte auch in einer Condition da mehr hinzuhängen, ich kann einfach irgendein ein Ding hin, da hinzufügen, was halt dann sagt, es ist erfüllt oder violated. Also warum kann ich sagen erfüllt, weil es ja diese Negation gibt. Und wenn ich hier No-Classes schreibe, dann drehe ich das Ding einfach um. Also wenn man wiederverwendbare Dinger schreiben muss, macht es auch Sinn, die Erfüllten aufzusammeln. Genau. Ich würde halt hier sagen, es ist die Java-Klasse und keine Ahnung. Hier kann ich eine schöne Message reinschreiben. Eigentlich soll es irgendwas Schlaueres wahrscheinlich sein als das hier. Genau, das ist natürlich evil, weil bar hier ein Feld foo hat, aber nicht mit Cooks annotiert ist. Und das ist fürchterlich. Wenn es mit Cooks annotiert ist, dann ist alles super. Okay, also unabhängig von der Sinnfrage, was die jetzt natürlich hier nicht so super groß ist, aber es ist im Endeffekt die Demo, dass es recht flexibel und anpassbar ist. Genau. Okay. Dann würde ich eigentlich nur noch ganz kurz ein bisschen Ausblick machen, weil es jetzt schon relativ cool ist. Sebastian Meyer, der Werkstudent bei TNG, so mich da unterstützt hat, relativ lang schon jetzt an einer coolen Visualisierung gearbeitet, ja, was auch durchaus sehr anspruchsvoll ist. Da will ich einfach mal den Stand zeigen. Wird in absehbarer Zeit vermutlich kommen. Wir müssen nur noch ein paar Ecken abschleifen, aber sobald das dann fertig ist, sollte das auch funktionieren. Ja, was habe ich im Endeffekt jetzt gerade getan? Ich habe hier den Test hier wieder geholt, der halt irgendwie will, dass Services nicht auf Controller zugreifen und dass DAOs nicht auf Controller zugreifen. Ich hoffe, man kann das sehen hier. Ja. Also zwei Regeln, und die zwei Regeln habe ich natürlich wohlweislich gleich mal verletzt. Durch die bekannte hier, dass der Service auf Contact Details Controller zugreift, und hier in den DAO habe ich auch noch zwei Regeln, zwei böse Sachen reingehaut, wo irgendwelche Methoden aufgerufen werden, ne? Auf Controllers. Genau, und wenn das mal dann live geht, wird sich das ungefähr so anfühlen, dass man, naja, es ist so ein bisschen transparent, also die Idee ist, dass das Archon selber als ja, kompakte und saubere Library unabhängig und effizient läuft, und dass, wenn man Erweiterungen braucht, kann man die so transparent außen rumhauen. Das heißt, eigentlich ist dieses Ding hier eine Visualisierungs-Extension, die muss man eigentlich nur in ClassPath legen, in den Property-File hier sagen, dass man diese Extension anschalten will, und dann läuft die einfach transparent im Hintergrund mit. Genau, das heißt, wenn wir den Test laufen lassen, kriegen wir die ganz normalen Verletzungen wie bisher. Also ich hoffe zumindest, dass es funktioniert, da ist noch Work in Progress. Sieht man, die beiden Regeln hier sind jetzt verletzt. Ja? Die eine zweimal, die andere einmal. Was aber jetzt durch diese Extension halt passiert sein sollte, ist, dass hier ein Arcunet Report rausgekommen ist, wo im Endeffekt eine HTML-Visualisierung von dem ganzen Ding drin liegt. Ist auch ein erster Wurf. Wir müssen mal schauen, was sich im Endeffekt da gut anfühlt. Wenn es fertig ist, wird man auch keinen HTTP-Server mehr dafür brauchen. Aber im Moment... im Moment läuft es schon. Ja, sehr richtig, sehr richtig. Okay. Ich starte es mal nochmal. Genau. Wenn man sich das anguckt, wie das im Moment aussieht, ist es natürlich kaputt. Ja, nee, es war schon, glaube ich, 8080, bloß muss man natürlich nochmal hier neu reingehen, weil ich das Verzeichnis mittlerweile weggelöscht hatte, juhu, glaube ich. Genau, jetzt sieht man hier auch ein bisschen was, wie das so aussieht, kann ein bisschen filtern, also was für mich interessiert, ist wahrscheinlich Demo. Genau, können wir ein bisschen anschauen, die Bubbles hier, und was halt jetzt gut ist, ist rechts habe ich diese Regeln, die ausgeführt wurden, die sind einfach transparent aufgesammelt worden, und kann halt sagen, ich interessiere mich dafür, wo diese Verletzungen hier eigentlich sind, kann die markieren. Ja. Und sehe dann, okay, Messages, Profiles, Contacts. Messages, Profiles, Contacts oder so.
Genau, und kann mir jetzt hier im Endeffekt genau anschauen, wo ist das denn passiert. Und sehe es im Endeffekt nochmal grafisch, wie die Dinger zusammenhängen. Also ich kann mir die anderen Sachen auch dazu anzeigen lassen. Wenn ich drüber hover, sehe ich, wo ist das denn passiert. Ja, Send Message, ruft die Init-Methode von Contact Details Controller auf. Genau. Und ja, hat einige Settings hier oben, wo man noch Sachen ein- und ausblenden kann und so. Das wäre so, ja, die Hoffnung, dass man das einfach in den CI dann einbetten kann und sich diese Visualisierung vielleicht auch schnell einen Überblick verschaffen kann, wenn man mehrere Verletzungen hat oder so. Genau, das ist eine große Sache, die demnächst mal kommen wird. Genau, JUnit 5 Support ist in der Pipeline, was wird demnächst, denke ich, kommen. Ist allerdings nicht so spekulär, weil wenn ich das zeigen würde, wird JUnit 5 Support einfach so ausschauen. Das macht jetzt auch nicht... Also es funktioniert schon so, ja. Bei JUnit 5 ist halt das Coole, dass durch diesen Service-Loader-Mechanismus von Test-Engines brauche ich nur noch diese Annotation hier oben und sonst gar nichts und der weiß einfach, ah ja, okay, das ist ein ArcUnit-Test, ich lade die Test-Engine und die wertet mir die Regeln einfach aus. Ja. Genau. Okay, damit wäre ich eigentlich hier mit der Demo ziemlich am Ende. Genau, ich lade gerne dazu ein, das selbst auszuprobieren. Ist Open Source, lebt auf GitHub, ist Apache 2, hat eine halbwegs schöne Website mittlerweile mit Quick Start, wo man eigentlich, also es ist wirklich einfach, man muss nur die Dependency hinzufügen, irgendeinen Unit-Test schreiben und halt dann mal schauen, was dieses Classes einem so anbietet für Methoden. Genau. Sonst gibt es noch einen relativ ausgeweiteten User-Guide mittlerweile. Das sind zum Beispiel auch diese ganzen Sachen, die ich vorher gezeigt habe, mit Diagrammen nochmal erläutert und wie sich das als Regeln dann abbilden lassen würde zum Beispiel. Ja, also das ist auf jeden Fall, da sind auch dann Details über diese verschiedenen Layers, so die Kernschicht mit Java Class und Java Method und so weiter, wie die zusammenhängen und ja. Genau, wie gesagt, es lebt auf GitHub, wenn jemand eine gute Idee hat, was man unbedingt einbauen sollte. Ich habe immer zu wenig Arbeit und suche neue Aufgaben. Also hier gerne ein Issue aufmachen. Ich freue mich auf jeden Fall. Über das hier freue ich mich natürlich noch mehr, wenn jemand einen Pull-Request aufmacht. Ansonsten gibt es auch noch hier auch ein GitHub-Projekt, noch dieses ArcUnit Examples. Das ist im Endeffekt ein Full Basket, Basket Full of Greatness, wo man hier so sich anschauen kann, was könnten denn so Regeln sein. Ja. Kann man sich ein bisschen inspirieren lassen vielleicht, wie man Sachen schreiben könnte, was sinnvolle Regeln sein könnten. Genau, es lebt auf Maven Central im Moment 0.8.0. Kann man einfach einbetten. Und zu guter Letzt wollte ich noch ein bisschen Community-Werbung machen. Es gibt ja in München Software Architecture User Group, also diese Software Architektur München User Group, wo immer wieder Vorträge gehalten werden. Ist auf jeden Fall sehr cool, um sich auszutauschen. Oder wenn man nur umsonst Pizza und Bier will, kann man vorbeischauen. Ja. Auf SWA MUG kann man schauen, wann dann der nächste Termin ist. Wird demnächst, nächsten Monat oder so wieder eingeben. Und SWA Camp hatten wir letztes Jahr schon. Ist im Endeffekt Barcamp für Software Architecture. Das war auch sehr cool letztes Jahr, ist dieses Jahr wieder 30.11. und 1.12. und ist im Endeffekt eher eine Unkonferenz, das heißt, das Publikum macht das Programm, aber war wirklich super letztes Jahr zu sehen, wie sich dann die Sessions füllen, alle Slots füllen und es war total interessant. Dieses Jahr haben wir sogar noch drei super Keynote-Speaker, unter anderem Gernot Starke, Michael Plöth und Stefan Zwerner. Das heißt, es wird auf jeden Fall sehr interessant, wer da Interesse hat, swacamp.org. Genau, genug Community-Werbung. Und das war's eigentlich. Gibt es noch Fragen? Also eine Minute. Super, danke dir. Okay. Ich weiß gar nicht, ob wir das Wort brauchen für Fragen. Es könnte sein, dass wir es auch so schaffen. Wenn nicht, trage ich es gerne rum. Ja, wir brauchen es. Wir brauchen es. Gut. Kommt man da mit dem API so weit runter, dass man prüfen kann, ob jemand System Out Println verwendet statt Locking oder System Exit oder so Schweinereien? Ja,
wie es der Teufel will, hätte ich dazu was vorbereitet. In ArcUnit Examples gäbe es zum Beispiel hier so einen allgemeinen Coding-Rule-Test, der eigentlich, glaube ich, ziemlich genau das tun sollte. Gibt sogar, also sogar schon vorgefertigt, es gibt hier sowas, no classes should access standard streams, ist im Endeffekt genau sowas, der prüft halt, keiner soll auf System Out zugreifen. Genau, also diese, die API selbst erlaubt einem ja auch schon sehr granulare Sachen, also man kann sowas sagen, dass Klassen auch nicht Get- oder Set-Zugriffe auf Felder machen sollen oder so, oder gewisse Methoden genau aufrufen sollen, und das ist im Endeffekt genau sowas, halt nicht auf System Out zugreifen, also. Und stattdessen Logging verwenden. Genau, oder hier, dass man nicht Java-util-Logging, sondern lieber Log4j verwenden soll. Diese typischen Sachen. Ne? Also das, genau, es gibt es deswegen schon vorgefertigt, was bisher in den meisten Projekten, wo ich war, eigentlich irgendwie Sinn gemacht hat, das zu tun. Und genau, das ist sogar tatsächlich bei ArcUnit schon direkt mit eingepackt, im Gegensatz zu den anderen Sachen, die Beispiele sind. Kann man das einfach reinhängen und fertig. Ja. Genau. Gut. Dann nochmal vielen Dank.